Bereits seit den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist die Region Zweisimmen-Sahnenmöser das Ziel von Wintersportlern. Damals erschloss ein Funischlitten einige sanfte Pisten an der Öschseite. Mit dem Bau einer Kabinenbahn von Zweisimmen bis auf den Rinderberggipfel im Sommer 1957 folgte eine weit größere Anlage mit unzähligen Abfahrtsvarianten in den Wintermonaten. Die Förderleistung der Bahn war jedoch bei weitem nicht ausreichend, sodass sich in den folgenden Jahren mehrere Schlepplifte rund um den Rinderberg ansiedelten. Der letzte, der davon heute noch besteht, ist der 1971 gebaute Schlepplift Birmoos. Bei diesem handelt es sich um eine Konstruktion der Firma Habegger. Als einer der ersten Schlepplifte des Thuner Herstellers wurde er mit einer neuen Stützenart ausgestattet. Die Fachwerk-T-Stützen sollten in der Folge ein Markenzeichen der Schlepplifte von Habegger werden. Antrieb und Abspannung wurden dagegen wie schon in früheren Jahren kombiniert und in der Bergstation untergebracht. Anders als früher ist der Lift inzwischen abwechselnd mit Kurzbügeln und Kurztellern bestückt. Trotzdem ist eine Fahrt auf der kurzen Anlage auch heute noch ein absolutes Nostalgie-Erlebnis. Nicht weit vom Rinderberg entfernt entstand ebenfalls in den 30er Jahren ein weiteres Skigebiet rund um den Hornberg. Auch hier kamen Funischlitten zum Einsatz, darunter zwei sehr lange Sektionen von Sahnenmöser bis auf den Hornberg. Wegen ihrer begrenzten Förderleistung erfolgte schon bald darauf auch hier der Bau mehrerer Schlepplifte, die als Entlastung dienen sollten. Einer von ihnen war der 1954 erstellte Schlepplift Letzgürtli. Seine Talstation kam unweit derer der ersten Sektion Funischlitten zum Stehen. Als klassischer Tallift diente der Letzgürtli-Lift in erster Linie Anfängern. Und sicher dürfte auch manch ein Skifahrer hier die Wartezeit am Funischlitten überbrückt haben. Mit einer Länge von rund 530 Metern und einer Höhendifferenz von 100 Metern war der Lift auch gar nicht mal so uninteressant. 1986 wurden die beiden Funischlitten durch die Sesselbahn vom Sahnenwald zum Hornberg ersetzt. Um auch den unteren Teil der Pisten weiterhin zu erschließen, erfolgte auch der Neubau des Schlepplifts Letzgürtli. Dabei wurde eine neue Trassierung gewählt, damit man von der Bergstation die Sesselbahn am Sahnenwald erreichen konnte. Konstrukteur der nun auf einen Kilometer Länge angewachsenen Anlage war die Firma von Roll. Zum Einsatz kamen die bereits von Habegger am Schlepplift Birmoos bekannten Fachwerk T-Stützen.